Warum kann ein Wasserläufer eigentlich auf dem Wasser laufen? Und was sollen diese Wasserstoffbrücken damit zu tun haben? In diesem Video beantworte ich dir diese Fragen, indem ich dir erkläre, was Wasserstoffbrücken, manchmal auch Wasserstoffbrückenbindungen genannt, sind. Wenn du dir das Bild von dem Wasserläufer genau anschaust, dann siehst du an seinen Beinen, dass sich da das Wasser so leicht eindellt. Die einfache Antwort, die du vielleicht schon mal gehört hast, warum das passiert, ist die Oberflächenspannung des Wassers. Aber hast du dich schon einmal gefragt, was das Wort Oberflächenspannung eigentlich genau bedeuten soll und warum Wasser sie hat und andere Flüssigkeiten nicht? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns das Wassermolekül nochmal genau anschauen. Das Wassermolekül besteht aus einem Sauerstoffatom, an das zwei Wasserstoffatome gebunden sind. Außerdem sehen wir an den Elektronegativitäten im Periodensystem, dass das Sauerstoffatom elektronegativer ist als das Wasserstoffatom. Das bedeutet, das Sauerstoffatom zieht die Bindungselektronen stärker zu sich als die Wasserstoffatome. Dadurch entsteht beim Sauerstoffatom eine negative Teilladung, weil sich die negativ geladenen Elektronen ja häufiger dort aufhalten. Wir kennzeichnen das durch ein Delta Minus beim Sauerstoffatom. Andersherum entstehen bei den Wasserstoffatomen positive Teilladungen, weil sich die Elektronen dort weniger aufhalten als normalerweise in einem Wasserstoffatom. Wir kennzeichnen die positive Teilladung durch ein Delta Plus. Jetzt können wir erklären, was Wasserstoffbrücken sind und warum sie entstehen. Eine Wasserstoffbrücke ist eine Wechselwirkung zwischen zwei Molekülen, in unserem Fall jetzt zwischen zwei Wassermolekülen. Hier wird die Sonderrolle des Wasserstoffs ausgenutzt. Ein Wasserstoffatom hat ja nur ein Proton und ein Elektron. Weil die Bindung im Wassermolekül aber polar ist, sind die beiden Bindungselektronen die meiste Zeit eben nicht beim Wasserstoffatom. Das bedeutet, das Proton im Wasserstoffkern wird nicht mehr von einem Elektron abgeschirmt und kann somit besser andere negativ geladene Dinge anziehen und von ihnen angezogen werden. Zum Beispiel von freien Elektronenpaaren, die ja negativ geladen sind und nur von einem Atomkern angezogen werden. Und genau das passiert jetzt zwischen Wassermolekülen. Die Wasserstoffatome wechselwirken mit den freien Elektronenpaaren von einem Sauerstoffatom, eines anderen Wassermoleküls. Sprich, das Wasserstoffatom und das freie Elektronenpaar ziehen sich gegenseitig an und damit ziehen sich dann auch die beiden Wassermoleküle an. Wir kennzeichnen diese Wechselwirkung durch eine gestrichelte Linie zwischen dem Wasserstoffatom und dem freien Elektronenpaar. Diese Wechselwirkung ist eine Wasserstoffbrücke. Den Namen Wasserstoffbrückenbindung gibt es dafür auch, aber ich benutze ihn nicht so gern, weil er vortäuscht, es würde sich um eine Bindung handeln, aber eigentlich ist es nur eine Wechselwirkung, keine echte Bindung. Wasserstoffbrücken sind sehr starke Wechselwirkungen. Sie sind stärker als die Dipol-Dipol-Wechselwirkung, haben allerdings eine kürzere Reichweite als die Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Weil Wasser diese beiden Wechselwirkungen hat, also Wasserstoffbrücken und eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung, hat Wasser im Vergleich zu anderen Stoffen, die aus kleinen Molekülen bestehen, eine so hohe Schmelz- und Siedetemperatur. Was hat das jetzt mit der Oberflächenspannung des Wassers zu tun? Hier siehst du einen 2D-Ausschnitt von einem See. Damit man die Wasserstoffbrücken besser sieht, habe ich sie hier grün eingefärbt. Wie du siehst, können Wassermoleküle unter der Oberfläche Wasserstoffbrücken in alle Richtungen ausbilden. Bei den Wassermolekülen an der Oberfläche geht das aber nicht. Sie können keine Wasserstoffbrücken nach oben ausbilden, weil dort ja nur Moleküle aus der Luft sind, die hier der Einfachheit halber nicht dargestellt sind. Und der meiste Teil der Luft besteht ja aus leerem Raum, weil es ein Gas ist. Das bedeutet, die Wassermoleküle an der Oberfläche gehen vermehrt Wasserstoffbrücken zu anderen Wassermolekülen an der Oberfläche ein. Es muss nicht ganz so extrem sein wie hier dargestellt. Aber du kannst dir vorstellen, wie durch die Wasserstoffbrücken der Oberflächenmoleküle eine Art Netz von Wasserstoffbrücken über die Oberfläche des Wassers gespannt wird. Dadurch steht die Oberfläche des Wassers unter einer gewissen Spannung, weil sich die Moleküle ja alle untereinander dadurch anziehen. Daher auch der Name Oberflächenspannung. Was passiert jetzt, wenn der Wasserläufer seine Beine auf das Wasser setzt? Ich stelle das hier mal durch einen Block von Atomen dar. Der Fuß eines Wasserläufers würde natürlich aus viel, 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 viel mehr Atomen bestehen. Aber mit diesem Nanofuß hier können wir es besser sehen. Schau mal genau hin, was an der Oberfläche passiert, wenn der Fuß auf die Wasseroberfläche aufsetzt. Die Wassermoleküle werden nach unten gedrückt, aber durch die Wasserstoffbrücken halten die Moleküle an der Oberfläche weiter zusammen und bewirken, dass der Fuß nicht untergeht. Das funktioniert natürlich nur, solange die Kraft, mit der der Fuß auf die Wasseroberfläche drückt, die Wasserstoffbrücken nicht überwindet.
Wir sehen also, dass die Oberflächenspannung des Wassers dadurch zustande kommt, dass die Wassermoleküle an der Oberfläche stärker mit anderen Molekülen an der Oberfläche durch Wasserstoffbrücken wechselwirken. Der Wasserläufer macht sich das zunutze, indem er sein sowieso schon geringes Gewicht auf eine große Fläche verteilt, sodass auf die Oberfläche des Wassers keine so große Kraft wirkt, dass die Wasserstoffbrücken überwunden werden. Du kannst die Oberflächenspannung auch in einem kleinen Experiment selber testen. Setze dazu einmal eine Büroklammer behutsam auf die Wasseroberfläche in einem Wasserglas und eine zweite lässt du von etwas weiter oben in das Glas fallen. Die Beobachtungen, die du dann machst, kannst du jetzt selber erklären. Wir merken uns also, dass die Oberflächenspannung des Wassers durch die Wasserstoffbrücken zwischen den Wassermolekülen an der Oberfläche entsteht. Diese Wechselwirkung entsteht zwischen einem Wasserstoffatom, das an einer polaren Bindung beteiligt ist, und einem freien Elektronenpaar. Diese Art der Wechselwirkung gibt es auch bei anderen Molekülen, die eben eine polare Bindung zu einem Wasserstoffatom und ein freies Elektronenpaar haben. Außerdem merken wir uns, dass Wasserstoffbrücken im Allgemeinen stärkere Wechselwirkungen zwischen Molekülen sind als die Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Wenn dir dieses Video geholfen hat, Wasserstoffbrücken besser zu verstehen, dann gib dem Video doch einen Like, damit auch andere dieses Video auf YouTube leichter finden.